Dieses Slide ist wirklich einfach super simpel und nicht fancy, aber weil ich versuchen wollte, einfach zu erklären, was sind jetzt so die verschiedenen Systeme. Und das ist jetzt wirklich stark vereinfacht, aber dass man das also für diejenigen, die jetzt heute auch sag ich mal, die Software an sich nicht kennen, ganz kurz erklärt. Also wir nutzen die TTS Performance Suite insofern, als es gibt einen Producer, das ist nichts anderes als das Tool, mit dem eben unsere Autoren E-Learning, Step-by-Step-Anwendungen, Dokumentationen etc. erstellen. Wir sind sozusagen die Administratoren davon und können das Ganze in dieser Performance Suite auch verwalten, ja, das ohne da jetzt zu nah drauf anzugehen, aber das ist jetzt erstmal das, mit dem wir sozusagen Content produzieren, ja. Und dann ist die ganze Frage, naja, und wo geht die Reise dann hin? Und das sind zwei Zweige. Das ist einmal, wenn ich mir sicher bin, ich habe jetzt beispielsweise ein E-Learning, das Compliance ist ein gutes Beispiel, ja, die müssen wirklich verpflichtend durchgeführt werden weltweit. Da müssen wir das natürlich tracken können. Ja, das heißt, das sind dann verpflichtende Trainings, die wir über unser LMS, das heißt, das wird dann in unserem Fall wird das dann in unser LMS geladen, ja, und wird da auch getrackt. Wir können das zuweisen global, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, ich muss es tracken können. So, und demgegenüber steht jetzt die Orange. Ja, die Orange ist eben sozusagen unser internes Google. Das heißt, ich bin beispielsweise in SAP, ich bin immer eher System, ich bin in meinem Procurement-Tool, egal in welchem Tool ich bin, habe jetzt eine Frage, weil ich nicht weiterkomme. Ich kann noch nicht darauf warten, dass ich jetzt ein Training bekomme. Ja, weil ich muss das jetzt gerade wissen, um die Transaktion fertig zu machen. Dann kann ich in meiner Toolbar, das ist der Snap da unten, sehe ich meine kleine hübsche Orange, kann da drauf klicken und die Orange erkennt kontextsensitiv, in welchem System ich mich befinde und ob ein Learning dafür quasi verfügbar ist. Ja? Also das kann ein ganz einfacher Step-by-Step-Guide sein, der mir dann wirklich, das poppt auf der rechten Seite auf, der mir dann erklärt, wo ich mich im System befinde. Ist einfach vom Gedanken, hat uns das von Anfang an gut gefallen und kommt auch gut an, weil ich muss eben nicht mehr, okay, rausfinden, wer ist jetzt der Key-User, wen muss ich kurz anrufen und bin einfach in meinem Arbeitsvorgang einfach unterbrochen. Ja? Das heißt, man muss den unterschiedlichen Zugang dieser zwei Systeme, und da strugglen wir auch manchmal noch intern, das den Leuten klarzumachen, warum es manchmal etwas in unserem Learning-Management-System, hat ja auch Audit-Kunden, ne, dass wir es nachvollziehen können, dass wir Feedback einholen und warum sind manche Dinge eben einfach in der Orange verfügbar, ja, dass man das so ein bisschen von der Systemlandschaft versteht.